So einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Robbenfütterung. Ich fange dann auch gleich mal an, Ihnen die Tiere etwas näher vorzustellen, wenn Sie sich denn mal dann auf den richtigen Plätzen befinden. Anscheinend haben die Tiere heute nicht ganz so viel Lust. So, Ronja. Hier auf der Anlage leben nämlich zwei verschiedene Arten. Einmal den südamerikanischen Seebären, wie unseren Bullen, den Frodo hier vorne. So, einmal bitte Platz nehmen. So, richtig drehen. So, dann darfst du mir auch deine Flosse geben. Einmal richtig hergeben, bitte. Dankeschön. Und dann einmal in die Schnute gucken. Richtig auf. Super. Ja, die Holly klauen wir gerne. Sind einmal extra höher gehangen. So, Abmarsch. Ja, dann haben wir hier auch noch einen Seebär. Das ist unsere Roni. Guten Morgen, Roni. Die Seebären sind alles die Tiere, die etwas kleiner sind und trocken so ein bisschen puschelig aussehen. Wie auch unsere Ronja. So, auch, aber von dir kriege ich ein Küsschen. Ein Küsschen von dir. Ja, Haare mögen die nicht ganz so gerne. So, Dankeschön. Die zweite Art, die ihr lebt, das ist der kalifornische Seelöwe, wie unsere Nixe. So, einmal Flosse her, Dankeschön. Und dann haben wir unseren kleinen Seelöwenbullen, den Diego, auf deine Flosse. Super. Und unsere Holly hier vorne, das ist nämlich die Mama von unserer Nixe. Und dann zu guter Letzt hier noch die Eva. Guten Morgen. Und auch einmal Schnute auf. Dankeschön. Und dann unser größtes Tier hier auf der Anlage, unser großer Seelöwenbulle, der Pedro. So, dann gibt es erstmal ein paar Fische hier vorne. Und dann geht es auch direkt weiter. Hier im Becken befindet sich übrigens ganz normales Leitungswasser. Also das, was bei Ihnen zu Hause auch in die Badewanne läuft. Die Tiere leben zwar im Meer, sind aber nicht auf den Salzgehalt im Wasser angewiesen. So, Nixe, wie sieht's aus? Setz dich durch. Einmal mitkommen, bitte. Genau, einmal durchsetzen. Dass sie sich so ein bisschen packen, das ist momentan ganz normal. Denn wir befinden uns in der Paarungszeit. Und dann sind sie sich ganz grün, die Tiere. Aber das macht gar nichts. So, jetzt wird die Nixe hier nicht hochgelassen. So, Nixe, wie sieht's aus? Kommst du von der anderen Seite? Ja, dann wird das nichts. So, Nixe, ein Versuch noch. Die Hauptantriebskraft der Robben liegt auf den kräftigen Vorderflossen, sodass Geschwindigkeiten von bis zu 40 Stundenkilometern möglich sind. Die Robben können bis zu 200 Meter tief tauchen und ungefähr 10 Minuten lang die Luft anhalten. Weil es die Nixe auch endlich hier oben angekommen, dann einmal hinlegen. Super, danke schön. Und dann kannst du auch mal von hier oben runterspringen. So, Nixe, ich mach dir ein bisschen Platz und jetzt. Super. Hier braucht übrigens niemand Angst haben, dass hier irgendein Tier zu kurz kommt. Während der Fütterung bekommen hauptsächlich die Tiere was zu fressen, die auch aktiv mitarbeiten. Alle anderen bekommen zum späteren Zeitpunkt hinter den Kulissen ihr Futter. Denn in meinen Eimer, den ich hier gerade mit mir rumschleppe, passen ca. 5 bis 8 Kilogramm Fisch und die würde der Pedro schon ganz alleine fressen. So, und damit man den Pedro mal in voller Größe sehen kann, geht es auch mal direkt weiter nach vorne. Der Pedro hat nämlich Gewicht von ca. 280 Kilogramm, ist aber bei weitem noch nicht der größte und schwerste seiner Art. So ein ausgewachsener Seelöwenbulle
Gewicht von bis zu 400 Kilogramm erreicht. So, nicht, nein, das ist falsch. Du darfst bitte auf deinen Platz einmal gehen. Das Abmarsch. So, dann geht's mit dem Pedro erstmal weiter. Der kann die Frisbee fahren, wenn es denn heute auch mal klappt. Ja, wunderbar. Dankeschön. Und los dann. So, das machen wir aber nochmal aufgepasst. Super. Danke. Und ein Küsschen. Super. Wir machen das hier natürlich alles nicht nur zum Spaß. Wir haben unseren Tieren unter anderem beigebracht, dass sie sich jederzeit überall anpassen können, um sie auf eventuelle Verletzungen zu kontrollieren. Aber das sieht alles sehr gut aus. Und Angst vor Zahnarzt haben unsere Tiere natürlich auch nicht. Einmal Schnute auf. Super. So, nächste bei dir auch einmal. Kommst du mit? Schnell, schnell. Auch einmal das Anfassen am ganzen Körper. Schnute auf. Dankeschön. Und noch beim Pedro. Dass die Zähne bei unseren Tieren so dunkel sind, das ist ganz normal. Denn wenn wir den ganzen Tag einfach nur Fisch so runterschlucken würden, sehen die ganz schnell genauso aus. Das heißt, das ist kein Grund zur Sorge. Das so, einmal bitte zurückbringen. Dankeschön. Und Diego, hat dir das gefallen? Nein? Na, das machen wir auch jetzt noch besser. Erste Runde Fisch. Wir können ihn jetzt nämlich auch nochmal aufs Wasser holen. Die Robben sind hauptsächlich durch die Überfischung und Verschmutzung der Meere bedroht. Ihre größten natürlichen Feinde jedoch sind Haie und Schwertwale. So, Frodo, wie sieht's aus? Nicht einschlafen unterwegs? Ja, jetzt wird er von dem anderen holen wieder.